Hallo und willkommen zurück bei einer Folge von The Legend of Zelda Twilight Princess, glaube ich. Im Seeschrein mit dem guten Jens zu meiner Rechten mit einem Oreo-Keks in seinem Mund und Link auf dem Bildschirm. Und ja, wir haben das Dungeon-Item in der letzten Folge gesammelt und sind jetzt auf direktem Wege zum Endboss, mehr oder weniger. Wobei, mehr oder weniger direkten Wege, weil wir haben noch nicht den Boss-Key. Aber was nicht ist, kann ja auch werden. Und deshalb suchen wir jetzt mal weiter. Nicht wahr? So ist es, meine werten Freunde. So, jetzt bin ich ja wieder da. Mal kurz runter schlucken. Das Übliche. Ja. Nein, lass es. Ach, guck mal, noch mehr von diesen Scheißviechern. So, da haben wir wieder zwei unserer Lemminge. Ne? Boah. Ja. Das Und war jetzt Christoph zwar hat ein gerade bisschen für sich entdeckt, Verschwendung, ich wollte gerade aber sagen, macht ja nichts. Christoph hat gerade wieder die alte römische Dekadenz für sich entdeckt. Ja, das ist ja muss sagen. Die alte römische Dekadenz, ja genau. Ist klar. Du bist auch so eine römische Dekadenz. Ja, klar. So, da oben geht's weiter. Ja, jetzt hänge ich hier genau an der Kante. Ja. Also auf Aber die richtige geschafft. Seite gefallen. Weil das kommt mir irgendwie bekannt vor. Sinn Ne? erfüllt. So. Guck mal, das kommt uns auch irgendwie bekannt vor, aber irgendwie ist es anders als beim letzten Mal. Weil beim letzten Mal war doch hier und so. Ja, und so. Jawohl. Oder nicht, oder doch. Was? Ah, ich spiele jetzt erstmal hier rein. So, den hier. Wasser. Ah, guck mal, hier sind ja verschiedene Wasser. Das ist ja süß. Guck mal, hier halt einen an. Oder Guck auch mal. Nein, total friedlich. Oder auch nicht, weil die sind gerade irgendwie ein bisschen stroh durch, die Viecher. Jo, das sieht echt ein bisschen wie OOT aus. Ja, ne? Ja. Kann man die das Ding unter Wasser benutzen? Ja, dann schießen wir uns direkt mal. Vor allem mit den Eisenstiefeln an den Füßen. Zerrissen. Die Es obere Hälfte von Link hängt ohne noch am Scheiß. Greifhaken, die andere Also, Hälfte steht noch am ne? Boden. Nochmal, um nochmal zurückzukommen auf die letzte Folge, wo ich ja meinte, von wegen, ne, tut euch doch mal das Game Theory Video an. Das war jetzt gerade dann wirklich der absolute Extremfall. Die Wahrscheinlichkeit ist gar nicht so gering, dass es uns. Autsch. Ja, geil. Dass es uns nicht nur den Arm ausgerissen hätte, sondern, ja. Selbst wenn wir mitgezogen worden wären, wären wahrscheinlich beim Gewicht der Eisenstiefel wir irgendwo auf Höhe des Hüftgelenks geteilt worden. Ich weiß es nicht, ich habe keine Vorstellung. Oder einfach unsere Füße jetzt noch stecken würden. Ja, oder so richtig. An den Knöcheln abgerissen. So richtig comic-mäßig, weißt du, so. Schlechter. Ja, stimmt. Schlechter Manga. Ach ja, da schön. Hat sie ein Eiskalt aus den Schuhen gehauen. Ja, was denn so? Und jetzt aimst du gerade so und der haut dich von hinten runter. Na, das wäre noch geil. Das war jetzt auch wieder so. Lacker! So, wir haben jetzt nicht immer Zeit für die kleinen Mistviecher. Nee, da habe ich wirklich keine Zeit zu. Vor allem sind die zu nervig dafür. Ja. So, jetzt geht die Bahn, ne? Okay. Da habt ihr Autsch. Autsch. Autsch, Autsch. So. Komm, was aber. Jetzt können wir mal wieder welche brauchen. Ja, sehr gut. Sehr schön. 10 Stück. Vor allem sind die auf diesem Kopf so geil. Super. Haben wir eigentlich, fällt mir jetzt, ich weiß nicht warum, ist wahrscheinlich total offensichtlich die Antwort, aber ja, bitte. Die kleinen Kisten haben nichts mit RNG zu tun, ne? Nee. Was die droppen, nee. Ne? Wäre ich ja sagen können. Ne? Also wäre mir sowieso neu, dass überhaupt was bei Zelda mit RNG da so groß zu tun hätte. Oh, hi. Hätten wir jetzt mit Zelda gespielt, ne? Was? In der Perspektive gerade, ich sag, hätten wir jetzt so. Mit Zelda gespielt. Oh. Ach guck mal, das funktioniert sogar, dann kann er sogar durch. Stimmt, wir müssen eigentlich nur mal in diesen anderen Raum zurück, ne? Da war doch auch noch so eine Truhe hier oben.
Warum hast du zu tun? Da ist der Kompass. Weil, guck mal, wenn ich mich richtig entsinne, genau. Hier da. War nämlich auf der Gegenseite nämlich auch nochmal eine Truhe. Ah. Autsch. Und jetzt wieder. Ich frage mich auch, was mit diesen Viechern passiert ist auf dem Weg. Guck mal, die stehen sogar noch. Tatsächlich. Ach, guck mal. Shortcut. So. Ach ja. So, jetzt. Ist es nicht herrlich? Slash. Was doch was genau das Herrliche? Ich weiß es auch nicht. Irgendwas fehlt hier gerade noch. Du hast einfach mal laut gedacht. Irgendwas fehlt hier gerade noch. Moment. Ach ja, wir müssen. Ach halt, genau. Was haben wir noch vergessen? Das haben wir noch vergessen. Zack, 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 zack. Vor allem teilt sich jetzt das Wasser hier noch. Also, und das Wasser teilte sich. Und links sprach. Genau. Zack. Das Wetterlicht. Das ist die Frage, es spielt eine Rolle, wenn du es richtig. 3 Truhen gibt es in diesem Raum. Ja, holla, Jolfe. Das spielt sogar tatsächlich eine Rolle. Ich glaube, wir sind hierher gekommen, deshalb nehmen wir mal die andere Seite. Ist ja sogar die Richtung, wo auch mehr Truhen sind, von daher. Da. So. Guck mal. Achso, das wäre einfach nur, um dann da wieder hochzukommen. Oh. So. Und. Da unten ist eine Truhe. Kleiner Schlüssel oder was? Oh, 20 Kubine. Kohle. Dafür ist dann so eine große Truhe. Weißt du, das ist irgendwie auch immer so ein bisschen inkonsequent. Kohle. The Legend of Zelda. Hyrule hat's halt. Inkonsequenz. Und guck links so nach oben. Ist das nicht? Nee, oder habe ich mir nur eingebildet? Ja, ich habe es mir nur eingebildet. Auch gut. Braucht nicht. Die avantgardistische Konsequenz. So, jetzt haben wir hier auch wieder Turning Tables. Und hier haben wir wieder deine komischen Kollegen. Guck mal, diesmal sogar mit einem komischen Kopfleck. Und wieder. Und einfach auch wieder, günstig auch. Einfach wieder tot. Hat er einfach ein scheiß Timing. Hi. Ah, diesmal nicht. Macht aber nichts. Dann. Ah, da siehst du, haben wir das scheiß Timing. Aber geil, dass wir auf diesem Ding gelandet sind. Nice. Ah, schön. So, warte. Nehmen wir jetzt hier. Ja, danke dafür. Mit Vorhalten sogar. Die Frage ist, was haben wir jetzt immer, ehrlich gesagt, gerade? Ich bin noch nicht so sicher. Ja, ganz lässig. Dann frage ich, wie das funktioniert. Weil irgendwo muss ja die Energie herkommen, um uns aufzuziehen. Ich würde sagen, das Runterlassen ist ja ganz klar, aber. Das Was war das denn jetzt? War ich das jetzt oder ist das Spiel von der. Okay. Einmal eiskalt mal abgedrückt und getroffen, ey. Ehrlich. Ja. Ein Stück. Das war nicht meine Absicht. Niemand hat die Absicht und so. Boah, ist aber auch echt, ja. Witzig. Aber auch schon die übelsten Nerven haben, oder? Guck mal, da hätte man da drüben hingekommen. Schade. Und zu spät. Ja, leider. Entschuldigung. Ja, ah, passiert. Animal Cruelty, ne? Ass. Bei diesem Let's Play sind keine Tiere zu Schaden gekommen. Sind wir jetzt gerade praktisch durch? Nee, okay. So wie, Tanuki. Genau. Peter would like to advise.
Nope. Ja, ja. Das ist keine Tiere und so. Ja, ja. Das sieht das halt. Upsa. So. Das sieht mir doch schwer nach dem Raum aus, wo es dann vielleicht auch den Boss-Key geben könnte. Und ich erinnere mich sogar, ehrlich gesagt, da ist sogar ein bisschen dran in diesem Raum. Ich weiß nicht mehr genau, wie das war. Was war denn hier nochmal die Sache? Also im Rubine brauchen wir uns, glaube ich, jetzt hier wirklich keine Sorgen mehr zu machen. Nicht, dass uns die 6 später fehlen. Ja, das ist ziemlich wahrscheinlich, Jens. So, das ist jetzt hier. Okay, du bist hier. Ja, gut, sicherlich. Okay, auch nicht richtig. Na, komm, bitte. Hier? Ach, komm. Ah. Aha. So, dann. Aha. So, so. Oh, was bist du denn? Geil. Ach so, falls man keine Bomben hätte, dann könnte man jetzt diesen Fisch hier benutzen. Aber wir haben ja Bomben zum Glück, von daher können wir uns mit diesen Fischen jetzt nicht weiter aufhalten. Züngelt in der Cutscene weiter vor sich hin. Züngelt? Zündet. Züngelt. Züngelt, keine Ahnung. Züngelt. Deutsch. Nee, genau. So, hier ist sonst noch so. Rums. Der Rums. Ach, guck mal, dahinter. Oh, du bist auch eine ganz schön große. Ist das schön da reingespült. So. Aber irgendwo, also irgendwas haben wir noch nicht zu 100% gemacht jetzt hier gerade, weil irgendwie passt das noch nicht so ganz. Hä? Ja, okay, irgendwas fehlt noch auf jeden Fall. Aber gut, das passt schon. Hi. Ups. Falsches Item. Schon wieder falsches Item. So, jetzt richtig. Na komm. Hehe. Ein eigentlich zum Sterben verurteilter hat dir gerade ein Herzcontainer abgezogen. Nö, egal. Nö, ja. So, das ist aber cool, weil hier ist irgendwie nichts, oder? Schade. Irgendwie ist hier ziemlich unspektakulär gerade noch, ne? Ah, ne. Ja, falsch. Ja, da in dem schwarzen... Na, guck mal. Guck mal, jetzt machen wir das mal ganz leger. Lalala. Nice, oder? Ziemlich nice. So, und da ist er. Da wären wir. Ja. Du erhältst den Masterschlüssel, eröffnet den Weg zum Boss dieses Dungeons. Ich muss ja immer noch sagen, dass ich die Masterschlüssel hier nicht so geil finde. Die sehen nicht so episch aus, aber. Ja, ja gut, da hat natürlich Skyward Sword dann auch später den Vogel abgeschossen. Ja, gut, das ist richtig. Hallo, einmal bitte, danke. Vor allem, wo der da jetzt auch gerade hing, also, Mann. Stell dir vor, der kommt von vorne. What? Wer kommt von vorne? What? Zittert da so rum, ey. So, ach, guck mal. Huch. So, aber hier war doch irgendwo noch eine Truhe. Das haben wir doch vorhin gesehen auf der Map. Ja, oben, ne? Ja. Müsste ja jetzt gleich ins Bild kommen. Da. Jodio, so lange. Klick. War jetzt irgendwie einfach. Ach, guck mal. Oh, nochmal vom Fass. Aber die können wir auch brauchen, von daher passt das schon.
So, Kann ja nicht schaden. Jetzt wollte ich aber eigentlich wieder zum Start hin zurück. Das liegt ja aber schon mal hier. Warte mal, nee. Oder? Doch, ist richtig, ne? Hier? Ja, doch, ist richtig. Yep. Hier ist schon richtig. Dann müssen wir gleich hier runter. Hier durch. Und dann hier wieder hoch. Da vorne. Zack. Dann müssen wir jetzt wieder am Ausgang sein, ne? Ja. Wobei, was. Oben und unten, ne? Danke. Wobei, was mir aufgefallen ist. Die Tür zum Boss noch gar nicht gesehen, ne? Ne. Und es gibt auf jeden Fall auch noch eine Tür, wo wir einen Schlüssel brauchen. Einen kleinen. Also wir müssen noch, sind noch nicht ganz durch hier. Nicht so komplett durch. Aber mach ja auch nichts, weil irgendwann müssen wir nächste Folge auch noch zu tun haben, ne? Hätte ja gehofft, dass wir jetzt irgendwann mal fertig sind mit dem Dungeon hier, aber dort wohl noch ein bisschen. Schaffe ich den Sprung? Weil ich mal davon ausgehe, dass wahrscheinlich nach diesem Dungeon eine etwas... Nein, den Sprung schafft man nicht. Schade. ...längere Cutscene geben wird. Meinst du? Würde ich mal so annehmen. Wenn dann ist das, ja, das Spiel ist vorbei, ne? Ja, deswegen, also Credits halt, aber... Dann ist ja vorbei. Wenn wir dann den Schattenkristall haben. So. Nein, den Sprung schafft man nicht. Das ist richtig. Habe ich leider feststellen müssen. Das bringt nichts hier, sich runterzulassen, haben wir ja schon festgestellt, mich in deinem. So, aber das hier bringt ja. Das meine ich, weißt du, warum klettert er runter? Ich habe nach rechts gedrückt und er ist einfach nach rechts gegangen, dann plötzlich klettert er runter. So ein Quatsch. So ein Quatsch. So ein Scheiß. Ja. Ach, ich weiß ja. Also, vergiss es. Ehrlich. Lass es doch einfach, ey. Muss auch gleich bleiben lassen. Und dann so. Jetzt sind wir wieder hier. Das ist halt der Unterschied zwischen Steuerkreuz und Analogstick, ne? Jetzt haben wir irgendwie. Aber leider sind wir jetzt wieder. Nehmen wir die hier halt noch mit. Würde ich auf jeden Fall empfehlen. Da sind nochmal 15 Wasserbomben drin. Hier. Weil wir ja nicht Fall. Schon genug haben. Genau. Ach, guck mal. Naja, klar. Wie? Das ist schon wohl. Und noch. Ah, nee. Ganz gut. Nee, nicht der schon wieder. Ja, ja, richtig, genau. So, komm, bauen wir mal wieder ein Herz ein. So, und da ist tatsächlich auch noch eine. Wo ist noch eine? Da. Auf der anderen Seite, meinst du? Jo. Ja, wir müssen noch einmal wieder jetzt... Bin ja leider doof gelaufen. Ach so. Also doof. Wir sind ja vorhin einmal doof runtergefallen. Dadurch müssen wir jetzt einmal diesen ganzen Umweg wieder laufen. Hier, du erinnerst dich an diesen komischen... Mhm. Ne, und so. Und der war ja fies. Oder doof. Und so. Ja, du kennst die Namen immer, deshalb. Ich bin ja was? Nee. Doch. Bei TP bin ich noch nicht so richtig drin, aber. Ja, doch, hier die Viecher, die uns hier entgehen kann. Ach so, die Lizalfos meinst du? Lizalfos, die ja. Echsen. Ja, genau, die Echsen. Die Lizard. Ich weiß ja nicht genau, wo das Lizalfos jetzt herkommen soll, aber. Ja, wahrscheinlich von Lizard. Ja, ja. Warum die Lizard? Stimmt, ich wüsste auch sonst. Wahrscheinlich, weil die Feuerspucken oder so, keine Ahnung. Goblin, genau. So, hier ist dann auch die Truhe. Ach, ja Mensch, das ist ja easy. 20 Rubine. Vor allem, guck, und jetzt sind 20 Rubine in der kleinen Truhe. Ich verstehe es nicht. Oh, halt. Ja, tschüss. Ach, wir können bestimmt hier irgendwo aktivieren, ne? Ja. Catching. So, und tschüss. So, jetzt passiert hier bestimmt wieder irgendwas. So. Two,
Hatte jetzt schon, ja. Ja, ne? Ja, okay, gut. Dann sind wir jetzt hier im Hauptraum, wo wir jetzt auch sehen werden, dass erstmal der Gegner weiterspringt. Aber da ist es nämlich hier dieser, der kleine Schlüssel noch nötig. Und den haben wir noch nicht. Da müssen wir noch, uns noch mal umschauen, wo wir den herkriegen. Wo ist das Vieh hin? Ja. Weg. Warte. Was war, hör mal. Genau, liebe Leute. Gut. Und damit wisst ihr, wird's eine Menge Spannung in der nächsten Folge geben, nämlich genau. Ja, den Endboss und dann mal sehen, ne? Wenn wir das schaffen sollten, ist der Schattenkristall wieder dieser und komplett. Und ja, dann sind wir mal gespannt, genau, was dann passiert. Wir bedanken uns bis dahin erstmal wieder fürs Zuschauen. Daumen nach oben, wenn euch das Video gefällt, das hilft uns ja immer am meisten. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen, Anregungen, sonstiges habt, hier zu diesem wilden Walkthrough, dann stellt die einfach unten in den Kommentaren und wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zusehen, bis dahin.